Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht es ums Compliance-Risiko. Das Compliance-Risiko wird in der DIN ISO 19600 aus 2014 definiert als die Auswirkung von Ungewissheit auf die Compliance-Ziele. Das ist eine zutreffende Definition, aber sie ist auch ein bisschen sperrig. In dem Video versuche ich, den Begriff zu erklären. Ich fange an damit, zunächst mal den Risikobegriff zu entwickeln, dann die betriebswirtschaftliche Sicht zu zeigen, aber auch psychologische Komponenten und soziologische Aspekte werden betrachtet. Am Schluss gibt es dann einen Beispielsfall, an dem das aufs Compliance-Risiko übergeleitet wird. Eine der größten Hürden für effektives und effizientes Compliance-Management ist, dass man das Compliance-Risiko versteht. Niemand verlangt, dass ein Unternehmen jeden Verstoß seiner Mitarbeiter verhindert. Kein Abteilungsleiter muss einschreiten, wenn er sieht, dass sein Mitarbeiter am Bahnhof außerhalb des gekennzeichneten Bereichs raucht. In der Begründung des Referentenentwurfs für das Verbandssanktionengesetz stand auch ausdrücklich, dass bei kleinen und mittleren Unternehmen mit geringem Risiko von Rechtsverletzungen wenige einfache Maßnahmen ausreichen. Was aber genau ist mit Risiko gemeint, das steht da nicht. Da stehen nur die üblichen Risikofaktoren. In der DIN ISO 19600 aus dem Jahr 2014 habe ich eine Definition gefunden. Danach ist das Compliance-Risiko die Auswirkung von Ungewissheit auf die Compliance-Ziele. Eine kurze und knackige Formulierung, die dem Anwender Sicherheit gibt, wenn er versteht, was damit gemeint ist. Und genau darum geht es im Folgenden. Ich will versuchen, das Compliance-Risiko greifbar zu machen. Warum ist das wichtig? Kann man nicht einfach sagen, Compliance-Risiko ist das Risiko von Compliance-Verstößen und dann Prozess und Methode der Risikoanalyse erklären? Natürlich. Dazu habe ich andere Videos aufgenommen. Aber das Compliance-Risiko hält spezifische Fallstricke bereit, die man kennen sollte, bevor man sich an die Risikoinventur macht. Professor Gigerenzer ist in Wissenschaftskreisen der derzeit meistzitierte deutsche Psychologe. Er ist Direktor des 2009 gegründeten Harding-Zentrums für Risikokompetenz. Sein Buch Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, hat große Beachtung auch bei Juristen gefunden. Am Rande einer Konferenz zum Risikomanagement und Compliance gab er ein Interview, in dem er auf einen wichtigen Punkt hinwies. Viel von Compliance und Risikomanagement ist Mikromanagement. Und man verliert auch unglaublich viel Zeit für unnütze Dokumentation. Unnütz in dem Sinne, dass sie dem Ziel nicht hilft, sondern einem nur selbst schützt. Das nennt man defensives Entscheiden. Und das passiert nach meinen Untersuchungen in den großen Firmen in jeder etwa dritten oder zweiten Entscheidung. Man wählt nicht diejenige, die das Beste für das eigene Unternehmen ist, sondern etwas Zweiklassiges, was einem schützt. Mhm. Das sind die wirklichen Probleme in Unternehmen, die von den Compliances und von dem Risikomanagement in der Regel nicht angegangen werden. Bei 30-50% der Entscheidungen in großen Unternehmen geht es nicht um den Erfolg, sondern darum, dass den Entscheidungsträgern kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn es schief geht. Wir kennen alle die umfangreichen und breit abgestimmten Vorstandsvorlagen, die sich mit Risiken befassen, aber keine greifbare Entscheidung enthalten. Und dann gibt es auch das Gegenteil. Die einsame Bauchentscheidung von erheblicher Tragweite, die man, wenn überhaupt, in zwei Sätzen unter Sonstiges am Schluss des Sitzungsprotokolls zur Kenntnis bekommt. Professor Karg erklärt das damit, dass sich Menschen wohler fühlen, wenn sie ihr Umfeld kontrollieren können. Risiken passen nicht ins Bild und werden ausgeblendet. Ich bin davon überzeugt, dass es besser geht. Ich glaube, eine detaillierte Risikodokumentation ohne Entscheidung ist genauso schädlich wie eine Bauchentscheidung, die Risiken einfach ignoriert.
Dazu muss man nur schaffen, woran schon Odysseus gescheitert ist. Zwischen Skylla und Charybdis hindurch zu navigieren, um einen pragmatischen, rationalen Umgang mit Risiken zu erlernen. Und dabei sind wir im Grunde genommen mitten beim Thema. Unser heutiges Risikoverständnis geht nämlich auf den Seehandel im 15. Jahrhundert zurück. Man bekommt eine gute Vorstellung, worum es geht, wenn man sich vorstellt, man ist Kapitän eines Hanseschiffs. Am Anfang bringt man Wolle von Ystad nach Lübeck und verdient mit jeder Fahrt einen Beutel Gold. Irgendwann hat man eine Kiste voll. Davon kauft man feines Tuch und nimmt das übrige Gold mit nach Novgorod. Tuch ist dort teuer, Pelze billig. Mit dem Verkaufserlös und dem Gold aus der Kiste kauft man so viel Pelze, wie man irgendwie in die Kogge kriegt. Und in Lübeck macht man dann ordentlich Profit, wenn man dort ankommt. Hoher See lauern bekanntlich Gefahren, Stürme, Piraten und vor allem Klippen. Es gilt, kein Profit ohne Risiko. Das ist der entscheidende Punkt. Seereisen waren schon immer gefährlich. Schon Odysseus musste Stürmen und Klippen trotzen. Aber der moderne Risikobegriff entwickelt sich erst mit dem Aufkommen des Seehandels. Warum brauchte man ein neues Wort? Wo liegt der Unterschied zwischen einer Handelskogge, die an einer Klippe zerschellt, und dem Schiff von Odysseus? Der Unterschied liegt darin, dass der Hansekapitän die Gefahr bewusst eingeht. Er riskiert etwas, um Profit zu machen. Dieser Gedanke lässt sich auf jedes Wirtschaftsunternehmen übertragen und verallgemeinern. Um zukünftige Profite realisieren zu können, muss der Unternehmer in der Gegenwart etwas riskieren. Intuitiv war das schon den Kaufleuten im Mittelalter klar. Aber die erste systematische Betrachtung im modernen wirtschaftswissenschaftlichen Kontext stammt von Frank Knight. In seinem einflussreichen Buch Risk, Uncertainty and Profit aus dem Jahr 1921 begründete er den Unternehmerprofit durch die Funktion der Unsicherheitsabsorption. Wie alle Wissenschaftler macht Knight im Rahmen seiner Theorie Annahmen. Eine zentrale Annahme ist, dass die Marktakteure sich rational verhalten. Das heißt zum Beispiel, dass sie sich des Zusammenhangs von Risiko und Gewinnchance bewusst sind. Dass sie Risiken rational abschätzen und keine Risiken eingehen, die sie nicht tragen können. Der Psychologe und Nobelpreisträger Kahneman hat diese Prämisse untersucht. Sein Ergebnis? Sie trifft häufig nicht zu. Er erklärt das mit seinem Modell der zwei Systeme, die in unserem Kopf arbeiten. Ich erkläre die beiden Systeme anhand von zwei sehr einfachen Beispielen. Wenn ich 2 plus 2 sage, geschieht etwas in Ihrem Gehirn. Wenn ich Mutter sage, macht das etwas mit Ihnen. Denn Sie denken an Ihre Mutter und das weckt Gefühle in Ihnen. Auch das passiert automatisch und das nenne ich System 1. Nun zu System 2. Sagen wir, ich stelle Ihnen eine Rechenaufgabe, zum Beispiel 17 mal 24. Um das auszurechnen, muss Ihr Gehirn arbeiten. System 2 wird also durch Anstrengung definiert. Man muss überlegen, sich konzentrieren. Das geschieht nicht automatisch. Es geht um eine Denkleistung und um Selbstkontrolle. Auch wenn ich mich über jemanden ärgere, es aber nicht zeigen will, ist System 2 in Aktion. Ich denke, wir alle sind faul. Denn wenn man etwas auf 2 Arten tun kann, wählen wir automatisch die einfachste Art, sofern damit das gleiche Ziel erreicht werden kann. Leistung ist anstrengend und wird als biologische Belastung registriert. Das erklärt einiges. Wenn Entscheidungsträger die eigenen Möglichkeiten, ein Risiko kontrollieren zu können, überschätzen, ist System 1 am Werk. Sie führen Erfolge auf den eigenen Sachverstand zurück und machen das inkompetente Umfeld für Misserfolge verantwortlich. Auch defensives Entscheiden hat seine Ursache im System 1. Risiken werden primär unter dem Gesichtspunkt der möglichen Verlusthöhe wahrgenommen und lösen Angst aus. Die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts spielt dann keine Rolle mehr. Auf lange Sicht ist keins
Keine der beiden Herangehensweisen erfolgreich. Genauso wie ein Hansekapitän die Klippen auf seiner Route kennen muss, muss ein Unternehmer die Risiken seiner Geschäftsstrategie kennen, um langfristig erfolgreich zu sein. Er muss System 2 aktivieren, um rational und pragmatisch mit den Risiken umgehen zu können. An dieser Stelle liegt aber bereits der zweite Fallstrick. Bei Ungewissheit versagen die Methoden der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Das erklärt Nassim Taleb mit seinem berühmten Truthahn-Beispiel. Ein Truthahn wird vom Metzger gemästet, jeden Tag 1000 Tage lang. Das wird jeden Tag dem Truthahn-Statistikamt gemeldet, der Forschungsabteilung der Truthahn-Zentralbank und so weiter. Alle bestätigen, dass der Metzger Truthähne liebt und das Vertrauen in die Statistiken nimmt zu. Nun gibt es aber einen Tag in den USA im November, an welchem es nie eine gute Idee ist, Truthahn zu sein. Das muss Thanksgiving sein, was da kommt. Genau, das Erntedankfest. Mit der Laplace-Formel können wir berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich etwas wiederholt, was schon x Male vorher geschehen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist x plus 1 durch x plus 2. Hier ist x die Zahl der Tage, an denen der Truthahn gefüttert wurde. Am ersten Tag beträgt die Wahrscheinlichkeit 1/2 und am nächsten Tag beträgt die Wahrscheinlichkeit 2/3. Am Tag darauf 3/4 und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit nimmt also stetig zu. Am 100. Tag sind wir bei 101 durch 102 und das sind über 99% Wahrscheinlichkeit, dass der Truthahn gefüttert wird. Aber das ist der Tag vor Thanksgiving. Die wichtigste Regel, die Nassim Taleb uns mitgibt, ist, sei kein Truthahn. Und dazu müssen wir unterscheiden können zwischen berechenbaren Risiken und Ungewissheit, die man nicht berechnen kann. Kommen wir jetzt zum Compliance-Risiko. Hier gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Risikoklassen. Erstens, wir brauchen einen rational-pragmatischen Ansatz und dazu müssen wir System 2 aktivieren. Zweitens, wir wollen kein Truthahn sein. Wir müssen Risiko und Ungewissheit unterscheiden. Professor Karg berichtet in seinem Buch Compliance Risikomanagement über ein lehrreiches Beispiel aus den USA. Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts drängten japanische Automobilhersteller auf den amerikanischen Markt. Und Fords Antwort darauf sollte der Pinto sein. Der wurde unter extremem Zeitdruck entwickelt und durfte auf keinen Fall mehr als damals 2000 US-Dollar kosten. Der Pinto wurde mit strikten technischen Vorgaben konstruiert, und zwar so, dass er die Sicherheitsstandards der National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, erfüllte. Tests zeigten aber, dass der Benzintank bei einem Heckauffahrunfall mit geringer Geschwindigkeit explodierte. 20 Meilen pro Stunde reichten dafür aus. Ford berechnete jetzt das Risiko möglicher Schadensersatzansprüche und stellte es den Kosten für eine technische Lösung gegenüber. Bei der Abschätzung der Risikofolgen setzte Ford die offiziellen Beträge der NHTSA an. Das waren damals 200.000 US-Dollar je Todesfall und 67.000 US-Dollar für schwere Brandverletzungen. Die technische Beseitigung der Risikoquelle war problemlos möglich. Das hätte den Ford Pinto aber um 9 US-Dollar teurer gemacht und die Erreichung des Kostenziels von 2000 US-Dollar gefährdet. Das Management akzeptierte also das Risiko. Und das realisierte sich dann, wie im Massengeschäft nicht anders zu erwarten, in einer Reihe schwerer Heckauffahrunfälle, bei denen der Benzintank explodierte. Die Insassen erlitten schwerste Brandverletzungen und viele endeten mit dem Tod. Natürlich gab es Klagen und die amerikanischen Gerichte verurteilten Ford zu Schadensersatz. Im ersten Prozess erhielten die Hinterbliebenen der Fahrerin 560.000 US-Dollar. Also mehr als das Doppelte der veranschlagten, 200.000 US-Dollar. Und der Beifahrer,
der mit schwersten Verbrennungen überlebte, dem wurde Schadensersatz in Höhe von 6 Millionen US-Dollar zugesprochen. Das war erheblich mehr als die 67.000 US-Dollar, mit denen Ford kalkuliert hat. Die 6 Millionen setzten sich übrigens dann zusammen aus 2,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz im engeren Sinne. Und zusätzlich kamen 3,5 Millionen US-Dollar Punitive Damages. Das sind Strafzahlungen, die ein Gericht nach Common Law zusprechen kann, wenn es davon ausgeht, dass der Unrechtsgehalt einer Verletzung nicht durch den Ersatz des Schadens vollständig gesühnt wird. Mit dem Pinto schrieb Ford aber auch Strafrechtsgeschichte und wurde damit das erste Unternehmen in den USA, das wegen Reckless Homicide und Criminal Recklessness angeklagt worden ist. Der Ford Pinto selber kam als Feuerfalle in Verruf und die Ford Motor Corporation erlitt einen erheblichen Imageschaden. Aus dem Beispielsfall können wir zwei Dinge lernen. Erstens, die Entscheidung, den Pinto lieber 9 Euro billiger zu verkaufen, anstatt die Explosionsgefahr abzuwenden, war mit Sicherheit keine einsame Bauchentscheidung. Die Risikoanalyse von Ford war im Grunde genommen ja korrekt. Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden wurden anhand offizieller Beträge geschätzt. Womit Ford nicht gerechnet hatte, war, dass genau dieses kalte Abwägen von Menschenleben und Gesundheit gegen Profit extreme Gegenreaktionen im Rechtssystem ausgelöst hat. Nicht nur der Schadensersatz war um ein Vielfaches über dem Erwartungswert. Punitive Damages kamen on top und das Strafrechtssystem ging erstmals gegen ein Unternehmen vor. Zweitens, genauso wie der Truthahn hat das Ford Management aufgrund vergangener Ereignisse auf die Zukunft geschlossen und versucht, ein Risiko zu berechnen, wo in Wirklichkeit Ungewissheit bestand. Den Ausgang eines Gerichtsverfahrens kann niemand zutreffend vorhersagen. Aber hat Ford überhaupt das Compliance-Risiko analysiert? Ich glaube nicht. Laut DIN ISO 19600 ist das Compliance-Risiko die Auswirkung von Ungewissheit auf die Compliance-Ziele. Gab es überhaupt Compliance-Ziele? Und wenn ja, welche waren das? Wir wissen, dass der Ford Pinto mit strikten technischen Vorgaben konstruiert worden ist. Er erfüllte die Sicherheitsvorgaben der NHTSA. Vermutlich war das sogar das Compliance-Ziel. Es ging darum, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das die geltenden Vorschriften mit den geringstmöglichen Kosten erfüllte. Die Explosionsgefahr war keine Folge von Non-Compliance. Was Ford in Wirklichkeit versucht hat zu berechnen, war das Risiko von Verlusten durch externe Ereignisse, hier die zu erwartenden Heckauffahrunfälle. Bei Banken würde man das gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 52 CRR als operationelles, vielleicht auch als strategisches Risiko einordnen. Das ist aber etwas anderes als das Compliance-Risiko. Eine systematische Analyse des Compliance-Risikos, wie wir es heute verstehen, hätte die Entscheidungsträger mit Sicherheit vor folgenschweren strategischen Risiken gewarnt. Dabei will ich noch nicht mal auf den naheliegenden Punkt hinaus, dass nach meiner Meinung Compliance nicht nur die Einhaltung geltenden Rechts, sondern die Beachtung ethischer Maßstäbe im Geschäftsverkehr umfasst. Nein, selbst bei einer strikten Beschränkung der Risikoanalyse auf Legal Compliance hätte man nicht versucht, den Ausgang der drohenden Schadensersatzprozesse vorherzusagen. Und man hätte die Analyse auch nicht auf die Folgen für das Vermögen des Unternehmens beschränkt. Im Gegenteil. Im ersten Schritt hätte man die Gefährdung von Leib und Leben als unmittelbare Folge eines wahrscheinlichen Ereignisses, nämlich eines Heckauffahrunfalls, festgestellt. Daran anknüpfend hätte man die unterschiedlichen Rechtsfolgen ermittelt und erkannt, dass das Schadensausmaß
die Anzahl der Betroffenen, die Bedeutung der verletzten Rechtsgüter und die Vorwerfbarkeit, die negativen Konsequenzen für das Unternehmen und sein Management maßgeblich beeinflussen. Die Tatsache, dass die geltenden NHTSA-Standards nicht verletzt worden sind und Ford in diesem Punkt technisch compliant war, hätte dagegen eine untergeordnete Rolle gespielt. Außerdem hätte man erkannt, dass dieselben Faktoren, die Treiber des Rechtsrisikos sind, auch Treiber des Reputationsverlusts sein werden. Sowohl der negative Image-Effekt als auch die Zeitdauer, bis Gras über die Sache gewachsen ist, hängen entscheidend davon ab. Der Ford Pinto-Fall ist lehrreich, wenn wir uns die Fallstricke bei der Beurteilung von Compliance-Risiken vor Augen führen wollen. Erstens, bei Eintritt einer schwerwiegenden Folge wächst der Aufklärungs- und Verfolgungsdruck. Zweitens, Kausalketten werden rückblickend bewertet. Drittens, das Compliance-Management stellt sich als unangemessen und wirkungslos heraus. Viertens, Vorgänge, die schon einige Jahre zurückliegen, können trotzdem aufgegriffen und untersucht werden. Die Bewertung durch die Gesellschaft und Justiz erfolgt aber nach den jeweils aktuell geltenden Maßstäben. Fünftens, Vorhersehbarkeit wirkt sich auf die Verantwortlichkeit und die Vorwerfbarkeit aus. Sechstens, bei Überschreiten der Katastrophenschwelle verstärkt sich der Aufklärungs- und Verfolgungsdruck sowie der Reputationsschaden massiv. Ständige Rechtsprechung kann sich ändern. Und dann gibt es neue Präzedenzentscheidungen. Compliance-Risiken sind, wie andere Risiken auch, nicht leicht zu fassen. Wichtig ist ein rational-pragmatischer Umgang mit den Risiken. Mit diesem Video wollte ich einen Beitrag leisten zum Aufbau der Risikokompetenz. Das Wichtigste ist, dass man Risiken von Unsicherheit unterscheidet. Außerdem muss man das System 2 benutzen und sich anstrengen, um komplexe Zusammenhänge wirklich zu verstehen, um danach angstfrei und pragmatisch damit umgehen zu können. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp. Ich berate zum Compliance-Risiko-Management.